Darf man Luther feiern? Genau. Das gibt, haben wir, oder du hast den gefunden, einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, darf man Luther feiern? Und dann kommt also eine längliche, durchaus auch kritische Abhandlung, genau. Und das wird im Rahmen gemacht, es gibt ja diese Luther-Dekade, die evangelische Kirche hat ja, glaube ich, 2008 eine Luther-Dekade losgetreten, sagen wir mal so, oder verkündet, die also darauf, im Jahr für Jahr wird also ein anderes Thema im Schaffen des großen Reformators beleuchtet, bis wir dann 2017 das 500. Jubiläum der Reformation feierlich befeiern. Und die haben da laut Hurra-Schreien angefangen und sind losgerannt und haben sich dann im Laufe der Jahre so mal angeguckt, was der Luther denn eigentlich für ein Typ war. Und mittlerweile sind sie also recht stille geworden. Denn wenn die Süddeutsche Zeitung fragt, kann man Luther feiern, darf man Luther feiern? So, ja, man darf Luther feiern, aber dann ist man halt scheiße. Das war ein wirklicher Hassmensch. Der hat Juden gehasst, der hat Frauen gehasst, der hat Kinder gehasst, der hat Bauern gehasst. Ich hatte hier mal Zitate gesammelt. Ich weiß nicht, soll ich da was zu vorlesen oder ist uns das zu garstig? Nee, mich interessiert das schon. Lies doch mal vor. Ja. Also da gibt es sein Traktat von Martin Luther von den Juden und ihren Lügen. Und da steht zum Beispiel, die Juden sind ein solch verzweifeltes, durchböstes, durchgiftetes Ding, dass sie 1400 Jahre unsere Plage, Pestilenz und alles Unglück gewesen sind und noch sind. Man sollte ihre Synagogen und Schulen mit Feuern anstecken, unserem Herrn und der Christenheit zu ehren, damit Gott sehe, dass wir Christen seien, ihre Häuser desgleichen zerbrechen und zerstören. Dann sagt er in einem anderen Wahnsinn. Die Tischreden. Lesen wir lieber das Handbuch der Judenfrage. Darum wisse du, lieber Christ, und zweifle nicht daran, dass du nächst nach dem Teufel, soll das wahrscheinlich heißen, keinen bitteren, giftigeren, heftigeren Feind habest als einen rechten Juden. Wahnsinn. Und weiter unten sagt er in dem gleichen Text, ich will meinen treuen Rat geben. Erstlich, dass man ihre Synagoge oder Schule mit Feuer anstecke und was nicht verbrennen will, mit Erde überhäufe und beschütte, dass kein Mensch einen Stein oder Schlacke davon sehe. Zum anderen, dass man auch ihre Häuser desgleichen zerbreche oder zerstöre. Also das sagt er nicht nur einmal, das schreibt er auch nicht in sein Tagebuch, irgendwie persönlich und irgendjemand hat es gefunden, sondern das sind halt Bücher oder Pamphlete, die tausendfach verbreitet werden. Ne? Ja, ein merkwürdiger Mann, sich den so als Vorbild vorzuknöpfen, ne? Oder und, rauszuhängen. So andere Leute haben sich den im Laufe der Geschichte durchaus als Vorbild genommen. So sagt zum Beispiel der evangelisch-lutherische Landesbischof Martin Sasse aus Eisenach am 10. November 1938, an Luthers Geburtstag, brennen in Deutschland die Synagogen. Vom deutschen Volke wird die Macht der Juden auf wirtschaftlichem Gebiet im neuen Deutschland endgültig gebrochen und damit der gottgesegnete Kampf des Führers zur völligen Befreiung unseres Volkes gekrönt. Wahnsinn. Also die Nazis fanden das super. Die haben sich den als Stichwort. Das ist ja nachvollziehbar, klar. Und Hitler hat auch Luther öfter zitiert. Also er war zwar Katholik und war katholisch unterwegs, aber man musste ja auch was für die vielen Protestanten im Land machen. Ja, und bei solchen schönen Zitaten hat der Hitler sicherlich ein reiches Sammelsurium an tollen Sprüchen gefunden. Wollt ihr auch was über Frauen hören? Ja. Mhm. Da sagt er in der Sammlung Werke, der Tod im Kindbett ist nichts weiter als ein Sterben am edlen Werk und Gehorsam Gottes. Ob die Frau sich aber auch müde und zuletzt tot tragen, das schadet nichts. Lasst sie nur tot tragen. Sie sei darum da. Weiter geht's. Es ist ein arm Ding um ein Weib. Die größte Ehre, die das Weib hat, ist, dass wir allzumal durch die Weiber geboren werden. Die Ordnung fordert Zucht und eher das Weiber schweigen, wenn die Männer reden. Unkraut wächst schnell, darum wachsen Mädchen schneller als Jungen. Frauen haben einen breiten Podex und weite Hüften. Das ist mir zu doof, das lese ich nicht vor.
Okay, jetzt hören wir dich und aber. Dann, sehr gut. Echt, das ist nicht eins, geht hier endlos weiter. Ne? Das ist endlose Sammlung. Er hasst doch die Bauern. Steche, schlage, würge, hie, wer da kann. Bleibst du darüber tot, wo dir einen seligeren Tod kannst du nimmer erlangen. Next. Drum sollt ihr hier erschlagen, würgen und stechen, heimlich oder öffentlich, wer da kann und daran denken, dass nichts Giftigeres, Schädlicheres, Teuflischeres sein kann als ein aufrührerischer Mensch, den man wie einen tollen Hund totschlagen muss. Das ist also seine Reaktion zu dem Bauernaufstand, den es damals gab. Also in großer Not haben die Bauern gesagt, wir müssen was tun, wir können uns nicht weiter ausbeuten lassen. Und er hat sich da also ganz wie als guter Kirchenmann vor den Karren der Autorität spannen lassen. Sagt dann auch, wir brauchen Tyrannen. Es ist eine verdammte, verfluchte Sache mit dem tollen Pöbel. Niemand kann ihn so gut regieren wie die Tyrannen. Sie sind der Knüppel, der dem Hund an den Hals gebunden wird. Der Knüppel, der dem Hund an den Hals gebunden wird? Bla, bla, bla. Das Schwert zeigt deutlich an, was für Kinder es unter sich hat. Nämlich nichts als verdammte Schurken. Der Esel will Schläger haben und der Pöbel will mit Gewalt regiert werden. Ja, so fühle ich mich auch. Das wusste Gott wohl. Drum gab er der Obrigkeit nicht einen Fuchsschwanz, sondern ein Schwert in die Hand. So, er hasst also Juden, er hasst Frauen, er hasst Bauern. Es gibt auch Stellen, dass er Kinder hasst und Behinderte. Aber, und da wird er nützlich, er hasst eine Person noch viel mehr als alle die zusammen. Nämlich den Papst. Ja. Der Papst ist der Teufel. Könnte ich den Teufel umbringen? Warum sollte ich es nicht tun? Mörder mit Schwert, Ketzer mit Feuerstrafen, warum greifen wir uns nicht vielmehr die Päpste, Kardinäle, Bischöfe und das ganze Geschwür? Waschen unsere Hände mit ihrem Blut. Und ich würde davon ausgehen, dass er das, was er so sagt, dass das auch nicht irgendwie übertragen gemeint ist und dass man da irgendwas Positives dran finden kann als Gleichnis oder was, sondern das hat er genauso gemeint, wie er das gesagt hat. Das glaube ich auch, vor allem, wenn er das so oft wiederholt auch. Das ist ja auch ziemlich eindeutig, also Platz für Interpretation ist da nicht sehr viel. Also dieser Mann wird von der evangelischen Kirche in Deutschland ein Jahrzehnt lang eifrig befeiert und war ein Hassprediger. Und niemand redet darüber. Er war ein Hassprediger. Und ich habe jetzt gerade vorgestern im Süddeutschen Magazin war eine lange Reportage über Frau Käßmann, die ehemalige Vorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, die ja dann durch diese Alkoholautofahrt ihre Ämter abgeben musste und jetzt aber eine neue Aufgabe gefunden hat. Und zwar reist sie durch ganz Europa und auch die ganze Welt als sogenannte Luther-Botschafterin und verkündet überall allen Leuten, wie toll der Luther ist, und sie bezeichnet sich selber als große Verehrerin von Luther. Und dieser Bericht ist sehr ausführlich über die Person Käßmann, und auch dort wird mit keinem Wort erwähnt, dass der Luther ja eigentlich offensichtlich, wie wir jetzt gehört haben, eine streitbare Person ist oder auch Seiten hat, die absolut krass sind. Und nirgendwo scheint es wert, das auch zu erwähnen, auch nicht in einem kleinen Nebensatz oder so. Ja. Amen. Ja. Also man kann natürlich Luther feiern. Man kann auch die Reformation feiern, obwohl ich sagen würde, die Reformation hat uns nichts gebracht, außer Sektiererei und 30-jährigen Krieg. Aber ich meine, man kann auch Autobahnen feiern, wenn man unbedingt will, ohne zu sagen, wir danken dem Hitler, dass er die Autobahnen gebaut hat. Ne? Also man kann das Werk feiern, ohne den Mann zu feiern. Aber soweit sieht sich die Kirche dann wohl doch nicht in der Pflicht. Aber so viel habe ich jetzt auch gar nicht mitgekriegt von diesem Luther-Dekade. Es scheint ja so zu sein, dass der Kirche dann irgendwann selber aufgefallen ist, dass das ungeschickt war. Oder zumindest Leute wie uns auf den Plan rufen könnte. Die sind laut Hurra schreiend losgelaufen, haben sich dann mal das Material näher angeguckt, mit dem sie arbeiten mussten, und sind dann recht leise geworden. Das habe ich auch gelesen. Da macht man sich natürlich auch sehr angreifbar, wenn es so einfach ist, solche Stellen entsprechend zu zitieren. Ja, zum Beispiel angreifbar durch uns. Alles Marketing.